CryptoTV und FS1 präsentieren den Golden Earth Vision Kongress von 5. November 2016. Es sprachen dort der Allgemeinmediziner Dr. Leubner. Er plädiert für eine bessere Aufklärung von Patienten und Ärzten über die Risiken von Impfungen. Mit dabei Joe Conrad von BewusstTV. Er machte sich auf diesen Kongress Gedanken über den Wandel des Bewusstseins in der Menschheit. Joe glänzte auf diesem Kongress auch noch als Gastmoderator. Mit seinen wohldurchdachten Fragen konnte er in 3 zusätzlichen Interviews den angesprochenen Themen viel Klarheit verleihen. Unter anderem interviewte er die Veranstalter dieses Kongresses, den Verein Golden Earth Vision. Sie widmen sich dem großen Ziel, Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Dazu fördern sie zum Beispiel auch die Leis-Schule und die Wildnisschule Auenland. CryptoTV war vor Ort und konnte miterleben, wie dort den Kindern ein bewusster Umgang und ein vernünftiges Leben mit der Natur gezeigt wird. Kräuterkunde, Löffelschnitzen, Lagerfeuermusik und das Kennenlernen der Waldtiere ist nur ein kleiner Anteil, der dort den Kindern spielerisch vermittelt wird. Eine eigenständige Filmdokumentation darüber wird auf FS1 und CryptoTV folgen. Joe interviewte auch noch den schon zuvor erwähnten Dr. Leubner und als dritten Gast stellte Joe Conrad ein paar Fragen an Eduard Kahn, der uns auch die Leis-Schule ans Herz legen will. Und den krönenden Abschluss bietet uns Christa Jasinski mit den authentischen Geschichten über das Leben und die Wesen in der Innererde. Und diesbezügliche Hinweise zum Untersberg wird sie uns auch noch offenbaren. Nach dieser Konferenz durfte ich Frau Jasinski in einem kurzen Interview noch ein paar eigene Fragen stellen. Ach ja, und bei jedem der 3 Sprecher floss ein 30-minütiges Podiumsgespräch ein, wo die Zuseher noch ihre offenen Fragen live stellen konnten. Die Vorträge werden am Ende von der Familie Diane, Elias und Bea Gemsjäger und dem Konferenzmoderator Norbert Bartner musikalisch abgerundet. Ja, dieser Kongress war sehr umfangreich. CryptoTV hat sich dort noch lange und ausgiebig umgesehen und für euch noch zusätzlich ein paar andere interessante Menschen für ein Interview hervorholen können, die sehr originelle Heilpraktiken vorstellen. Und nun wünschen wir euch viel Vergnügen im Golden Earth Vision Center und speziell in dieser Episode mit Joe Conrad. Ganz besonders freut es mich, jetzt den Joe Conrad nach vorne zu bitten. Joe Conrad, glaube ich, ist jedem bekannt, da brauche ich nicht viel dazu sagen. BewusstTV, lieber Joe, bitte. Danke, Norbert. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich bin so manchmal so bewegt, auch von meinen eigenen Gefühlen und Emotionen, wenn ich so eine Gelegenheit habe, dass ich manchmal aufpassen muss, dass ich nicht anfange zu heulen oder so, weil es ist so toll, dass so viele Menschen hier sind, die sich für solche Themen interessieren. Und darüber will ich ja auch reden. Gibt es Anzeichen dafür, dass wir in einem Bewusstseinswandel leben und dass vielleicht irgendwie etwas Besseres kommt? Das ist natürlich ganz schwer festzustellen. Ich kenne die Zukunft nicht, aber es gibt eine ganze Menge Gedanken, die man sich dazu machen kann. Ich weiß, dass sehr viele Menschen sich Sorgen machen im Moment über den Zustand der Welt, mit Recht, denn es ist eine dermaßen massive Manipulation in dieser Welt zugange, seit Jahrtausenden, und die Hoffnung ist eben, dass wir diese Manipulationen überwinden können. Aber das Ausmaß ist so massiv, dass wir es eigentlich im Moment erst nach und nach erkennen und deswegen den Eindruck haben, es wird immer schlimmer. Aber es wird nicht immer schlimmer, denn all diese Dinge, die hat es schon lange gegeben und es sind alte Pläne, die im Moment sichtbar werden. Und dass wir sie im Moment erkennen, ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass wir jetzt das Bewusstsein dafür entwickeln, dass diese Dinge nicht mehr unterdrückt werden können, dass sie ans Licht kommen. Es gab sie schon immer, also es wird nicht schlimmer, sondern eigentlich ist es für mich ein Zeichen dafür, dass es besser wird. Und
ganz kurz vor einem ganz großen Wandel steht. Es gibt so viele Ansätze, wo man gucken könnte, was bringt die Zukunft. Es gibt die Prophezeiungen von, was weiß ich, Erlmeyer und Nostradamus und vielen, vielen anderen. Es gibt immer Leute, die sagen, guck mal, da hat uns genau das passiert, was der Erlmeyer gesagt hat. Und dann kommt jetzt noch der Dritte Weltkrieg oder was weiß ich und was alles kommt. Und ganz schlimme Dinge, die prophezeit sind. Und dann fragen die Leute, was hältst du denn von den Prophezeiungen? Sollten wir nicht wirklich die Leute warnen vor dem, was jetzt auf uns zukommt? Ich bin der Ansicht, dass die Zukunft nicht feststeht. Das heißt, diese Prophezeiungen sind mögliche Zukünfte. Es kann auch sein, dass es zu einem Zeitpunkt wirklich so sah, dass es aussah, dass es sich dahin entwickeln würde. Es kann aber auch sein, dass es eine andere Realität gibt, dass es eine andere Zeitlinie gibt, auf die wir kommen und dass diese Zukunft sich nicht so erfüllen muss. Ich weiß es nicht. Die Gefahr bei den Leuten, die immer sagen, guck mal hier die Prophezeiung, Erlmeyer hat das gesagt und jetzt kommt das und genau das, die wollen im Grunde die ganze Zeit bestätigen, guck mal, das passiert. Also sie wollen im Grunde, dass diese Zukunft so kommt, wie sie prophezeit wurde. Und da würde ich sehr vorsichtig sein, weil wir uns bewusst machen müssen, dass wir Schöpfer sind. Wir sind nicht irgendwie Opfer eines Zeitablaufs, der schon vorgegeben ist. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist schon alles geschehen und wir können im Grunde gar nichts machen, egal was wir machen, es passiert das, was passiert. Es gibt Leute, die sind da fest von überzeugt, dass wir im Grunde ein Drehbuch abarbeiten und das alles schon geschrieben ist. Aber was wäre das für eine merkwürdige Schöpfung, wo wir im Grunde etwas machen, was schon durchgekaut ist und wir spielen es nur noch mal nach. Ich glaube, wir haben den freien Willen, wir haben Schöpferkraft vom Schöpfer bekommen und wir können die Zukunft jederzeit ändern. Auch wenn ein Schicksal so aussieht, als erfüllt sich da ein Schicksal und es sieht alles so aus, als entwickelt sich alles so, wie es vorausgesehen ist, kann sich alles sofort verändern, wenn wir neue Entscheidungen treffen. Und ich habe das Gefühl, dass wir im Moment in einer Zeit leben, wo immer mehr Menschen bewusst wird, dass wir bewusste Schöpfer sind und wir diese Dinge nicht erfüllen müssen, wie sie prophezeit sind. Es gibt Leute, die werden dann ganz böse und sagen, doch, es muss jetzt hier, das wäre doch ganz gut, was ist eigentlich dagegen zu sagen, Dritter Weltkrieg, dass mal alles bereinigt wird. Da frage ich mich, was ist das für eine Vorstellung? Glauben die denn, im Dritten Weltkrieg sterben nur die Bösen und die Guten werden den Dritten Weltkrieg überleben? Was ist das für eine Vorstellung? Ich glaube nicht, dass das eine Lösung wäre und dass dann alles besser wäre. Wohin es geht, weiß ich natürlich nicht, aber es ist eben durchaus möglich, dass auch durchaus verschiedene Wirklichkeiten gleichzeitig stattfinden. Das ist natürlich jetzt eine philosophische Frage. Es gibt ja das mit den Parallelwelten, mit den verschiedenen Zeitlinien. Auf der einen Zeitlinie gibt es vielleicht den Dritten Weltkrieg, auf der anderen nicht. Wir haben auch Sendungen darüber gemacht. Das ist alles philosophisch und ich kann dazu nicht sagen, ob es jetzt verschiedene Dimensionen, verschiedene Parallelwelten, verschiedene Zeitlinien gibt oder ein neues Sein auf irgendeiner anderen Ebene und wie das alles aussehen wird. Ich kann das weder wissenschaftlich noch sonst wie irgendwie begründen, aber meine Vorstellung ist, dass es im Moment eine Zeit ist, wo sich die Welten durchaus trennen müssen, weil es eigentlich nicht mehr auf einem Planeten gleichzeitig darstellbar ist. Wir haben einmal wirklich dunkle Kräfte, die wollen, dass dieser Planet zerstört wird, dass das alles Leben vergiftet wird, die im Grunde die Konsequenzen ihrer Handlungen ja auch erleben müssten. Also im Grunde müsste man sagen, so wie wir, wenn wir so weitermachen, zerstören wir unseren Planeten und das Leben wird hier irgendwann nicht mehr möglich sein. Und man müsste dann ja vielleicht auch sehen, okay, dass es konsequent ist, dass man dann irgendwann merkt, Mensch, das Leben ist eigentlich gar nicht mehr möglich hier. Es gibt vielleicht dann irgendwelche Wesen, die sagen, naja, wir haben noch andere Planeten, dann ziehen wir dahin. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch sehr viele Menschen hier, die ganz anders sind, die eben nicht so zerstörerisch sind, die liebevoll sind, lichtvoll sind und die eine andere Zukunft
kreieren wollen. Lässt sich das gleichzeitig auf einem Planeten darstellen, dass einerseits die Konsequenzen der Zerstörung, der Vergiftung sich zeigen, also dass die Lebensgrundlagen zerstört werden, und andererseits ein neues Lichtreich erschaffen wird oder eine positive Zukunft? Ich habe das Gefühl, das muss sich irgendwie trennen, weil es eben, wie gesagt, sonst nicht mehr darstellbar ist. Wie das aussehen wird, keine Ahnung. Man kann Zeitlinien annehmen oder eine andere Ebene. Die Frage ist ja, wo kommen wir hin? Es gibt eben Kräfte auf dieser Ebene, die wollen, dass wir auf dieser Ebene bleiben, weil sie ernähren sich von unserer Energie. Wir alle haben eigentlich die Möglichkeit, aus der Quelle allen Seins sozusagen die Energie zu bekommen und von Licht und Liebe zu leben. Im Grunde, dass wir essen, ist Gewohnheit, aber letztlich könnten wir, glaube ich, wirklich von der Quelle allen Seins die Energie bekommen. Und es gibt Wesenheiten, die haben sich da so von abgeschnitten, dass sie da nicht mehr drauf zugreifen können. Das heißt, sie ernähren sich von den Energien von anderen. Das heißt, von Wesen, die Licht in sich haben und die sie dann möglicherweise sogar essen oder zumindest die Energie abziehen, wie auch immer. Das ist ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber ich glaube, dass wir da unterscheiden müssen. Und wir haben auf diesem Planeten eben sowohl als auch. Das heißt, wir haben wirklich, wirklich sehr, sehr dunkle Wesen und wir haben sehr, sehr lichtvolle Wesen. Und wir müssen uns das bewusst machen. Und dann gibt es immer Leute, die sagen, ja, wir sollten auch unsere Schattenseiten und unsere böse Seite annehmen. Das Gute und das Böse wäre von Gott sozusagen gleichzeitig geschaffen und wir bräuchten das Böse, um das Licht zu erkennen. Das kann man so sehen, aber ich glaube nicht, dass wir wirklich erleben müssen, was im Moment geschieht, dass wir alles vergiften und dass wir die Menschen so weit runterziehen in ihrer Menschlichkeit, die Menschlichkeit zerstören. Denn die Pläne der dunklen Kräfte sind wirklich eine Zukunft, wo es keine Liebe gibt, keine Emotionen mehr, wo Fortpflanzung geschieht im Labor mit dem Reagenzglas und im Brutkästen und so weiter. Schöne neue Welt oder Orwell lassen grüßen. Das sind die Pläne von Wesen, die eben keine Liebe in sich haben. Und wir müssen uns das bewusst machen, dass es diese Wesen gibt und die kommen meines Erachtens aus einer anderen Welt. Die sind eigentlich nicht auf diesem Planeten beheimatet. Und sie haben diesen Planeten aber über Jahrtausende manipuliert. Es gibt auch verschiedene außerirdische Wesen. Ich will da gar nicht, das ist gar nicht das Thema. Ich glaube, es gibt eine große Vielfalt. Was für uns wichtig ist, glaube ich, dass wir Menschen eine Qualität haben, die weiter drüber ist. Auch wenn die uns technisch viel weiter überlegen sein mögen und irgendwelche Raumschiffe und sonst was haben mögen, die für uns wie Science Fiction erscheinen, so fehlt einigen doch wirklich diese Qualität, die wir als Menschen haben, nämlich die Herzqualität, die Verbindung im Herzen mit der Quelle allen Seins, mit der wir uns jederzeit verbinden können. Das Licht, die Liebe, die wir haben, das ist eine Qualität, die die Menschen haben. Es gibt auch Menschen hier, die sehen menschlich aus, aber die sind aus anderen Reichen hier und die haben diese Qualität auch nicht. Manchmal begegnet man Menschen, da spürt man, da ist keine Wärme, da ist keine Liebe, der ist kalt oder die ist kalt. Und wenn man vielleicht damit so jemandem Geschäfte macht oder sonst irgendwas, dann merkt man vielleicht nachher, dass man irgendwie ausgenommen wird und hätte vielleicht auf den ersten Impuls die erste Stimme hören müssen, wo man gespürt hat, das fühlt sich eigentlich nicht gut an. Für mich ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir Menschen eigentlich sehr viel größer sind, als wir uns selber sehen, weil man uns von klein auf manipuliert hat, dass wir uns klein fühlen, dass wir schon vor der Geburt schon manipuliert werden durch Ultraschalluntersuchungen. Bei der Geburt, da wird die Nabelschnur sehr schnell abgeschnitten, obwohl da über eine Stunde noch Sachen passieren, die wichtig wären und wo dann auch der Übergang für das Kind in diese physische Welt, in die äußere Welt, sehr viel sanfter abgehen würde und das Kind dann vielleicht sehr viel mehr Vertrauen hätte, wenn es nicht sofort abgeschnitten würde und dann natürlich auch einen Schock hat, schon
Auf einmal ist die Versorgung nicht mehr da, ist abgeschnitten und dann die Angst, wie kann ich überleben? Man kann es überleben, aber wir haben sehr viele Schritte, dann die Impfungen, das Thema hatten wir eben, ganz viele Eingriffe, die uns schwer traumatisieren in frühester Kindheit, die Schulen, deswegen ist hier das Thema mit den Leihschulen auch wichtig, was da geschieht. Auf dem ganzen Weg macht man uns ständig klein und dann haben wir irgendwann das Gefühl, ja, wir sind ja, irgendwelche unbedeutenden Wesen und da gibt es vielleicht ganz Mächtige, die sind viel größer als wir, vielleicht irgendwelche Außerirdischen, die uns vielleicht irgendwo retten oder seien es irgendwelche Politiker oder Erleuchtete oder wer auch immer, der viel größer ist als wir. Und es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Ich kenne das selber von mir sehr gut, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin einfach nur so ein unbedeutender Mensch. Ich habe mich immer schlecht gefühlt mit mir selber und das Gefühl, bin ich in Ordnung, bin ich groß genug, schön genug, stark genug, intelligent genug, kann ich gut genug reden. Ich habe immer diese Zweifel mitbekommen, nicht gut genug zu sein. Und dann sucht man natürlich immer irgendwie nach jemandem, der vielleicht die Sachen für einen macht. Aber es wird mir immer mehr bewusst, dass ganz viele hier sind und ich glaube, die meisten hier im Raum, die sich für solche Vorträge interessieren und für solche Themen, die sind möglicherweise aus Lichtreichen hierher gekommen, sind hier inkarniert, um hier in dieser Zeit im Moment, die wir auf diesem Planeten im Moment durchmachen, wirklich zu unterstützen und ihre Liebe und das Licht hier auf der Erde zu verankern. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir es immer wieder vergessen. Ich vergesse es auch immer wieder leicht, dass wir uns täglich daran erinnern, vielleicht gegenseitig daran erinnern, weil wir es immer wieder vergessen. Und wenn es andere nicht machen, dass wir uns selber immer wieder daran erinnern, dass wir uns vielleicht einen Merkzettel machen oder auf dem Screen, auf dem Bildschirm irgendwo ein kleiner Text. Ich bin Licht und Liebe, ich bin hierher gekommen, um Licht und Liebe zu verankern. Und vielleicht glauben wir das nicht und denken, naja, vielleicht kommen Außerirdische und retten uns oder Jesus kommt wieder oder wir hoffen, dass irgendwas geschieht. Es geschieht im Moment sehr viel, es sind sehr, sehr spannende Zeiten, aber man sieht eben auch, wie man versucht, alle Menschen, die lichtvoll sind, zu unterdrücken. Und bei uns in Deutschland geschieht das viel damit, indem man die Menschen in einer Ecke steckt und sie mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte verknüpft und sagt, wer für einen Frieden ist, der ist schon ein halber Nazi in Deutschland. Jetzt ist das mit den Reichsbürgern in Deutschland ganz groß und da wurde angeblich irgendwie ein Polizist erschossen von einem Reichsbürger und nun versucht man alle damit zu verknüpfen und zu sagen, Mensch, das sind alles gefährliche Leute, die sind gewalttätig. Das ist also eine ganz große Manipulation und schwer auszuhalten, wenn man immer in diese Ecken gesteckt wird, weil ich glaube nicht, dass es eine Lösung ist, irgendwie auf Polizisten zu schießen oder irgendwie mit Gewalt einen Wandel herbeizuführen, sondern ich glaube, der Wandel, der findet statt und wir sollten sehen, dass er auf der Ebene des Herzens stattfindet und nicht mit Gewalt. Wir kennen ja auch die Filme, die man uns aus Hollywood vorzeigt, da sind die Star Wars, da sind die Jedi-Ritter und da denkt man, Mensch, die sind lichtvoll, die haben wirklich viele lichtvolle Gedanken und die Macht, die verbinden sich irgendwie mit irgendeiner Kraft, können wir ja auch machen, aber letztlich kämpfen sie doch wieder mit einem Laserschwert und führen Kriege und sind in diesen gewalttätigen Prozessen drin. Vielleicht ist das irgendwann mal nötig, dass wir uns verteidigen müssen, aber ich glaube, das, was im Moment geschieht, das wird nicht mit Waffengewalt lösbar sein, sondern es wird nötig sein, dass die Menschen, die in der Liebe sind und im Herzen sind, sich da immer wieder mit verbinden und sie dazu stehen und dass sie sich selber leben und dass sie ihre Liebe leben und ausdrücken. Und dann ist das für die dunklen Kräfte sehr, sehr, sehr schwer aushaltbar. Wir müssen uns bewusst machen, dass es eben, wie gesagt, Leute gibt, die sagen, das Böse gehört dazu, Gott hat Gut und Böse gleichzeitig geschaffen, das hat er nicht. Wir leben in einer Schöpfung, die ist auf Liebe und Licht basierend, aber es gibt andere Schöpfungen, da gibt es das nicht. Es gibt Wesenheiten aus Schöpfungen, wo es die Liebe nicht gibt, die auch gar nicht die Fähigkeit haben, Mitgefühl zu empfinden. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, Joe, du kannst denen ja nicht die Schuld geben, dann wälzt du deine Schuld ab. Ich gebe keine Schuld, nur ich mache mich auch nicht mit denen gemein,
die wirklich sich entschieden haben für die Dunkelheit und für die Zerstörung und die hier, das weiß ich, wirklich Kinder quälen und foltern und töten. Es gibt also ganz entsetzliche Geschichten. Wir haben auf Wurst TV über einiges geredet. Einiges ist ganz schwer auszuhalten. Das ist eine Dunkelheit und die gibt es. Und da müssen wir uns nicht mit gemein machen und wir müssen uns nicht sagen lassen, ja, das ist auch ein Teil von uns und ich verdränge jetzt nur meine Schattenseiten. Nein, das ist kein Teil von mir. Ich könnte kein Kind quälen. Ich könnte nicht meine Maus quälen. Gut, ich kann mich vielleicht verteidigen, wenn ich angegriffen werde. Ich bin vielleicht auch mal wütend, aber es ist etwas, was uns Menschen eigentlich nicht eigen ist. Man kann uns Menschen durchaus dazu bringen, dass wir solche Dinge auch machen. Und natürlich machen Menschen entsetzliche Dinge. Es sind Menschen, die an Ritualen teilnehmen und wirklich die entsetzlichsten Sachen vollbringen. Und sie sind in den höchsten Kreisen. Sie sichern ihre Macht im Grunde dadurch, dass sie sich von der Energie von unschuldigen Kindern ernähren und dass sie sich gegenseitig erpressen, indem sie sagen, wenn du hier nicht funktionierst, dann machen wir das öffentlich, was du hier machst. Das heißt, das ist ein System, das auf Angst basiert, auf entsetzlichen Dingen. Und man kann Menschen eben dazu bringen, indem man sie traumatisiert, indem man sie mit Drogen kann man sie dazu bringen, dass sie ihre Verbindung mit dem Herzen verlieren. Man kann sie durch Verlockungen dazu bringen, dass man sagt, Mensch, du kannst ganz erfolgreich werden und ganz reich werden, musst dann hier bei uns mitmachen. Und dann machen Menschen vielleicht tatsächlich Dinge mit, die sie normalerweise nicht machen würden. Und man kann eben dann wirklich so abstumpfen in seinen Gefühlen, dass man irgendwann, dass auch Menschen diese Dinge machen. Aber wir sollten uns immer wieder daran erinnern, auch wenn wir blockiert sind in unserem Herzen und wir alle haben traumatische Erlebnisse irgendwo in der Kindheit erlebt, viel mehr als uns bewusst ist, dass wir uns das bewusst machen, dass wir Menschen sind, dass wir Liebe in unserem Herzen haben, auch wenn wir sie nicht spüren, dass wir diese Blockaden, die da drauf sind, diese traumatischen Erlebnisse angucken und versuchen, das zu überwinden und wieder daran zu kommen, weil das ist jetzt wichtig. Sonst gehen wir in eine Zukunft, die ist nicht schön. Vielleicht wird diese Zukunft eben tatsächlich stattfinden, aber vielleicht auch parallel zu einer anderen Zukunft, zu einem neuen Sein, in das wir gehen können. Und nach meinen Informationen, das heißt Informationen, das ist alles sehr subtil, aber es fühlt sich für mich so an, als wenn diese Zeit sehr nah ist. Es gab Zeiten vor 20 Jahren oder 10 Jahren oder die Leute haben immer gehofft, es kommt jetzt irgendwie bald ein Wandel. Aber es war immer irgendwie unbestimmt. Im Moment ist es wirklich so, dass man das Gefühl hat, es hat sich alles so zugespitzt, dass eigentlich jetzt etwas passieren muss. Es kann so nicht weitergehen. Vielleicht wird es sich noch etwas weiter zuspitzen, aber es ist möglicherweise in ganz naher Zukunft, dass ein neues Sein entstehen wird oder vielleicht schon da ist. Und die Frage ist eben, ja, wer kommt wohin? Und ich glaube, es ist so, dass es mit unserer Schwingung zu tun hat, mit unserer Frequenz. Es ist keiner da oben, der sagt, du kommst rein, du nicht. Da ist kein Türsteher, der sagt, du kommst hier nicht rein. Es ist auch kein Gott oder kein Wesen da, das über uns richtet und sagt, du bist nicht gut genug für das gute Sein, für die gute Welt, sondern es hat mit unserer Schwingung zu tun. Und daher ist es für mich wichtig, dass wir täglich daran arbeiten und uns täglich daran erinnern, wohin wir wollen und dass wir uns bewusst entscheiden. Man kann ja eine ganze Zeit lang durchs Leben kommen und so irgendwie so, ja, mal hier, mal da alles Mögliche mitmachen und die Welt ist halt so, da gibt es auch unschöne Dinge. Und wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. Das sind alles so Konzepte, da ist man auch lange vielleicht mit durch die Welt gekommen. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt ganz konkret entscheiden, wo wir hinwollen. Und wenn wir ins Licht wollen, dann geht es nicht mehr, dass wir sagen, naja, aber so ein bisschen da den Betrügen beim Autoverkauf oder was weiß ich, oder mit den Nachbarn verklagen, weil der Baum über den Zaun hängt oder irgendwas. Wir müssen damit aufhören, uns gegenseitig das Leben schwer zu machen, sollten anfangen,
Licht und Liebe eben in unserem Umfeld auch zu verbreiten. Das ist sehr viel machtvoller, als wir denken. Ich glaube, dass man wirklich jeder Einzelne alleine durch diese bewusste Arbeit immer mit seinem Licht und mit seiner Herzensqualität zu arbeiten, in seinem Umfeld sehr viel machen kann, sehr viel mehr. Und das hat gar nichts mit äußerer Tätigkeit zu tun, ob ich jetzt hier vorne stehe und Vorträge halte oder Bücher schreibe oder bei Bewusst TV meine Nase in die Kamera halte. Das ist nicht entscheidend, das muss nicht jeder machen, sondern es kann jeder machen, ohne dass es irgendwie äußerlich sichtbar ist. Und das bewirkt sehr viel. Ich erlebe das in meinem Umfeld, dass ich wirklich den Eindruck habe, die Menschen in meinem Umfeld sind eigentlich sehr viel mehr, sehr viel liebevoller als all das, was ich immer so im Fernsehen sehe. Also, oder egal, wo ich hingucke, Internet anmache, das ist ja heute, wir bekommen aus der ganzen Welt Meldungen und das sieht alles so schlimm aus, dass man denkt, was ist das für eine verrückte Welt? Aber wenn ich real in meinem Umfeld gucke, ohne jetzt das übermittelt bekommen zu haben von anderen, dann habe ich das Gefühl, die Menschen sind liebevoll. Die Menschen wollen eigentlich nur miteinander friedlich umgehen. Sie wollen keinen Krieg. Sie wollen auch sich nicht gegenseitig ausnutzen. Sie sind hilfsbereit. Sie lächeln gerne, lachen gerne. Und ich sage jetzt nicht, das ist mein Einfluss, aber es hat vielleicht mit dazu beigetragen und jeder kann das machen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir im Moment wirklich immer wieder bewusst machen sollten, weil wir sonst eine Zukunft erleben werden, wenn wir das zulassen, die andere für uns geplant haben. Und wie gesagt, das ist eine Zukunft, die ist nicht menschlich. Das sind Wesen, es gibt Geistwesen, die Archonten zum Beispiel. Es gibt also verschiedene Wesenheiten, die eben nicht in dieser Liebesqualität sind, die von anderen Welten kommen. Die Archonten, das ist eine kollektive Geist, ein Bewusstsein, was eben wie eine künstliche Intelligenz ist. Das ist ohne Liebe ganz effektiv, hochintelligent und die beeinflussen möglicherweise sehr viel hier. Ich weiß nicht, wer Star Trek kennt, Raumschiff Enterprise, da gab es viele Episoden, oder gibt es die Borg zum Beispiel, das ist so eine Welt, wo die Menschen sozusagen von einem Kollektiv übernommen werden und die Borg glauben, dass das für alle gut ist, wenn sie von den Borg übernommen werden, weil die sind eben technisch sehr, sehr weit entwickelt, die haben eine super Technologie, hochintelligent, wissen alles, sind allen überlegen und die sagen, Widerstand ist zwecklos, aber es ist vollkommen ohne Liebe, ohne Menschlichkeit. Und das ist eine Art, wie man es sehen kann, auch die Logik von Mr. Spock im Gegensatz zu der Menschlichkeit von Captain Kirk. Da sehen wir immer, es ist durchaus möglich, dass man intelligent ist und trotzdem gut ist. Das heißt, man muss nicht böse sein. Es sind auch nicht die Reptiloiden, die jetzt generell böse sind, dass sie kein Herz haben. Aber es gibt durchaus reptiloide Wesen, die hierher gekommen sind, die eben nicht diese Herzqualität haben und die diesen Planeten auch manipulieren und die einfach alles ausbeuten. Aber wir wissen auch, dass es andere gibt. In den Büchern von Krzysztof Jasinski gibt es die innerirdischen, auch reptiloide Wesen, die sehr liebevoll sind, wo man wirklich spürt, da ist eine Nähe. Ich hoffe, dass wir irgendwann auf der Erde auch Kontakt mit diesen Wesen haben werden. Ich finde es übrigens sehr interessant auch, dass Krzysztof Jasinskis Vorträge jetzt, dass sie ganz viele Vorträge macht, wo hunderte Leute kommen. Das heißt, dass Menschen heute bereit sind, sich mit so einem Thema zu befassen, wo man früher gesagt hat, die spinnt doch komplett. Das zeigt eben, dass wir in einem Wandel sind. Es ist eine neue Zeitqualität da und ich hoffe, dass wir irgendwann auf diesem Planeten gemeinsam mit allen Wesen, die auf diesem Planeten leben und die liebevoll sind und die diesen Planeten schützen wollen und bewahren wollen, dass wir eben in eine positive Zukunft gehen werden, weil sonst, so wie es weitergeht, alles vergiftet wird, alles vernichtet wird, Kriege kommen werden, Versklavung kommen werden. Aber wir sehen die Zeichen des Wandels überall. Die Dinge kommen ans Licht. Wir sehen es allein jetzt in Amerika mit den Wahlen. Es ist weder Clinton noch
nach Trump ist das, was man gerne haben möchte. Trump sagt sehr viele Dinge im Moment über das Establishment, dem Clinton angehört und Bush und die ganzen Präsidenten vorher, die in Logen sind. Und über Trump hat tatsächlich mal ein Reporter im Fernsehen gesagt, oder in einem Fernsehbeitrag hat ein Politiker gesagt, der Trump gehört nicht zu uns, der hat nicht die Rituale mitgemacht, der gehört also gar nicht zu uns, der ist nicht eingeweiht. Das heißt also, Trump ist tatsächlich da eine andere Karte, die da gespielt wird, aber ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich ein besserer Präsident wäre. Also im Grunde stehen wir, und das sehen auch viele Amerikaner, es ist so absurd, diese Situation, dass man sagt, es einer von denen und die sind beide irgendwie nicht geeignet, jetzt dieses Amt zu führen. Was ist das eigentlich für ein System, in dem wir glauben, wir wählen da einen Präsidenten und es sind zwei so sehr merkwürdige Menschen? Und sind die Wahlen überhaupt, gehen die mit rechten Dingen zu? Was ist das für ein Wahlsystem? Es zeigt sich überall die Absurdität dieses Systems und es wird immer mehr Menschen bewusst, weltweit. Auch viele Amerikaner sind frustriert, auch beim Militär, die im Irak gekämpft haben oder sonst wo oder in Afghanistan, die auf einmal merken, sie kämpfen ja für Lügen, sie kämpfen für Machtspielchen, sie sind eigentlich zur Armee gegangen, weil sie dachten, sie würden ihr Land verteidigen und dann werden ihnen Lügen vorgesetzt, für die Millionen sterben und sie sind sehr, sehr, sehr frustriert. Das heißt, auch in der amerikanischen Regierung ist im Moment möglicherweise ein großer Machtkampf, weil ganz viele Menschen auch in den Geheimdiensten, im FBI, im Pentagon und so weiter sehen, wohin die Reise geht mit diesen Mächten, die im Grunde die USA als Besitz ansehen, über das Geldsystem, die Federal Reserve Bank, das private Geldsystem und so weiter. Das wird alles in Frage gestellt und es finden im Hintergrund interessante Kämpfe statt. Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird und es ist nur sehr, sehr spannend, dass wir jetzt eine Zuspitzung haben von Situationen, wo keiner weiß, wohin es geht, aber dass die Dinge ans Licht kommen und nicht mehr unterdrückt werden und im Grunde keiner unberührt davon bleiben kann. Wir erleben das überall, dass wenn wir die Welt beobachten, wir nur noch den Kopf schütteln können und auch wenn wir früher noch gedacht haben, naja, dann wähle ich mal die Grünen oder ich wähle mal die oder ich wähle mal das bei der nächsten Wahl, dann wird sich was ändern. Aber inzwischen merken wir, dass sich das System nicht ändert, indem wir irgendwas anderes wählen, weil das geht eigentlich immer so weiter. Es sind irgendwelche anderen Kräfte im Hintergrund, die entscheiden, was geschieht. Das Bewusstsein dafür ist heute da. Das Bewusstsein dafür, wie die Entrechtung stattgefunden hat. Es gibt ganz viele Menschen, die sich heute damit beschäftigen, wie die Rechtslage ist in Deutschland und hier in Österreich, glaube ich, gibt es auch so einen Staatenbund Österreich und verschiedene Bewegungen, die einfach hinterfragen, wie ist das alles entstanden? Was ist wirklich ein gültiges Gesetz oder ein geltendes Gesetz? Wo kommen die Gesetze her? Wer hat die gemacht? Welche Verträge gelten noch? Ist es Firmenrecht oder Vertragsrecht, das über dem Recht steht, dem wir immer vertraut haben, wo wir gedacht haben, naja, der Richter, der wird ja dann gerechtes Urteil fällen. Jetzt merken wir, die Richter fällen keine gerechten Urteile. Es geschieht entsetzliches Unrecht überall. Tausenden, zigtausenden von Eltern werden die Kinder weggenommen von irgendeinem Jugendamt in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es hier in Österreich wahrscheinlich ähnlich, die Strukturen sind eigentlich überall ähnlich. Und man kann nichts machen. Es ist auch furchtbar, wenn das eigene Kind irgendwo in ein Heim kommt und man kann als Elternteil nicht mal mehr wissen, wo das Kind ist. Und man denkt, das sind immer Einzelfälle. Nein, es sind zigtausende jedes Jahr. Also wir haben eine frappierende ein Rechtsbankrott. Und viele Menschen haben inzwischen das aufgedröselt und haben geguckt, wo ist das entstanden? Was sind eigentlich die Grundlagen dieser Dinge? Und festgestellt, ganz das Finanzamt und so weiter, oder die GEZ in Deutschland, diese Gebühreneinzugszentrale, das basiert eigentlich alles nicht auf hoheitlichen Rechten, auf staatlichen Rechten, das sind irgendwelche Verträge, die irgendjemand geschlossen hat. Was haben wir damit zu tun? Aber die Willkür ist inzwischen so stark, dass
immer mehr Menschen durchaus davon betroffen sind. Und wenn sie früher noch gedacht haben, naja, die Merkel oder die werden es schon richten, jetzt merken sie auch, eigentlich hat die auch kein Interesse daran. Wenn unsere Politiker uns schon als Pack bezeichnen und wir von den Medien, jeder, der irgendwie sich Sorgen macht über die Entwicklung, indem man sagt, es kommen so viele Menschen aus aller Welt hierher, die uns möglicherweise nicht wohlgesonnen sind, die vielleicht eine ganz andere Kultur haben, die uns für Ungläubige halten, die Frauen für Freiwild halten und so weiter. Und die kommen alle her und wenn wir was sagen, dann sind wir Rassisten und fremdenfeindlich und dann werden wir in den Medien als Rechtsextreme dargestellt. Das ist eigentlich alles kaum noch auszuhalten. Und ich glaube, es spitzt sich alles so weit zu, dass keiner mehr unberührt davon sein kann, auch wenn er noch so blauäugig ist und noch so schlafend in diesem System und denkt, naja, das wird schon irgendwie alles seine Richtigkeit haben. Es wird auch der Letzte wachgerüttelt und merkt, dass dieses System durch und durch krank ist. Das heißt, ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Ich habe nur das Gefühl, wir leben in einer Zeit wirklich eines immensen Wandels, den es so vielleicht noch nie gegeben hat, wo sich diese extremen Seiten dieser Kräfte zeigen, die es auf diesem Planeten gibt, eben wirklich diese unglaubliche Manipulation dunkler Kräfte, die uns klein halten wollen, die nicht wollen, dass wir bewusst werden, weil sie dann die Macht über uns verlieren und die alles tun, damit wir abgelenkt sind von uns selber und nicht Zeit dazu haben und nicht auf die Idee kommen, dass wir vielleicht viel größere Wesen sein könnten als die. Und auf der anderen Seite gibt es dieses Erwachen. Es ist wichtig und ich sage Ihnen allen das hier, ohne irgendwie mich selber größer zu machen oder irgendjemand größer zu machen. Wir alle sind viel höher als diese Dunkelwesen. Das sind geistige Zwerge, die viel Technik haben und sich Macht angeeignet haben. Aber wir haben eine Qualität, die die nicht haben, nämlich die Herzverbindung mit allem, was ist. Und wir sollten das zu unserer täglichen, stündlichen, regelmäßigen Aufgabe machen, uns immer wieder bewusst zu machen. Ich bin ein geistiges Wesen, das hierher gekommen ist, um im Moment auf diesem Planeten Licht und Liebe zu verankern. Und wie gesagt, wenn ich nicht aufpasse, dann geht es mir auch schlecht. Dann denke ich auch, was soll das hier? Es bringt eigentlich überhaupt nichts. Ich habe dann manchmal auch keinen Bock mehr, noch irgendwas zu machen und morgens aufzustehen. Weil was bringt es eigentlich noch? Es geht ja alles doch den Bach runter. Manchmal scheint es so und die Gefahr ist groß, dass wir uns runterziehen lassen, denn diese runterziehende Kraft ist sehr präsent überall ständig, wenn wir irgendwie den Fernseher anmachen oder das Internet oder egal was wir angucken. Es ist alles nur noch frustrierend. Das Ausmaß der Vergiftung der Luft, des Wassers, der Böden, der Nahrung, alles was wir zu uns nehmen, dass uns die Ärzte nicht mehr helfen, dass die Ärzte uns Dinge verschreiben, die auch krank machen, dass sie das alles nicht dazu geeignet ist, dass es eine positive Zukunft gibt, aber auf der anderen Seite eben doch die Qualität, die wir Menschen haben. Und ich glaube eben, dass die dunklen Kräfte es nicht schaffen, uns wirklich so weit runterzuziehen. Sie sind überall drin, in der Politik, im Militär, in den Religionen, bei der Polizei und überall dort gärt es. Die Polizisten sind hoch frustriert, weil sie merken, sie müssen Leute laufen lassen, die wirklich schwere Verbrechen begangen haben, Vergewaltigung, Raub, sonst was, Körperverletzungen und der Richter sagt, es gibt keinen Haftgrund, lass die mal wieder laufen. Sie sind hoch frustriert und sie merken auch, dass sie zwar einerseits noch irgendwie Geld verdienen müssen als Polizist und sie haben noch Sorge, wenn sie jetzt da aufbegehren, dann verlieren sie ihren Job, aber es gärt auch da und in allen Bereichen, wo im Grunde natürlich dieses System darauf basiert, dass von oben nach unten Befehle durchgegeben werden und oben irgendwelche Wesenheiten sitzen, die sich ins Fäustchen lachen und in voller Häme über uns bestimmen und uns in Kriege und in Trennung und in Hass ziehen wollen. Das muss ja über die Pyramidenstruktur von oben nach unten durchgesetzt werden und irgendwo sind die Schnittstellen der Machtstrukturen eben Militär, Polizei, Richter,
aber auch Kirchenobere und so weiter, die das durchsetzen müssen und die gegen die einfachen Menschen vorgehen müssen, die jetzt erwachen. Und wenn diese Menschen auf dieser Ebene der Pyramide auch langsam erwachen, dann ist große Hoffnung, dass das nicht so funktioniert, weil die da oben sind wenige, die da oben sind nicht wirklich da oben. Sie nutzen unsere Kraft aus für ihre Zwecke und sie sagen uns, ihr seid klein, ihr müsst arbeiten und ihr seid dumm und wir bestimmen über euch und ihr könnt eh nicht durchschauen, was der Plan ist und wir haben den Plan für die Zukunft. Und das wird erkannt, das gärt im Moment und ich weiß nicht, wohin es geht, aber ich bin ganz guter Dinge, dass die Dinge positiv ausgehen können, aber vielleicht eben auch für den einen so, für den anderen so. Wichtig ist, wie gesagt, wo wollt ihr hin, wo will jeder Einzelne hin? Und das hat eben mit der Schwingung zu tun, die jeder Einzelne hat, die bestimmt, ob ich jetzt auf die eine Zeitlinie komme oder auf die andere oder auf ein neues Sein, eine andere Ebene gehoben werde, wo vielleicht eine positive Zukunft ist. Das ist eine Arbeit an sich selber, an dieser Schwingung, sich nicht runterziehen zu lassen. Es ist schwierig, aber ich bitte darum, dass jeder sich immer wieder bewusst macht, dass jeder von euch einzigartig ist, ein großartiges Wesen, voller Liebe im Herzen, dass ihr diese Liebe in eurem Herzen entdeckt und immer wieder freilegt, auch wenn es schmerzlich ist und wenn ganz viel Kummer und Leid darüber liegt und dicke Panzerungen. Macht es euch zur Aufgabe, macht es euch bewusst, was ihr eigentlich seid, dass ihr viel größer seid als diejenigen, die versuchen, hier diesen Planeten zu zerstören. Und ich glaube, dann gehen wir in eine positive Zukunft. Vielen Dank. Ja, Ihre Fragen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Bis haben wir noch, ne? 45. Ach. Gut, aber ich weiß nicht, ob Sie das so interessiert, weil ich hier so frei rede, oder ob Sie doch lieber ganz andere Dinge interessieren. Also, wer hat Fragen? Keiner? Doch, bitte. Da hinten. Okay. Weite Wege. Triumph der Technik. Meinst du? Wenn ich sehr laut rede. Also, ich habe eine Information, ob sie stimmt oder nicht, kann ich hier nicht beurteilen. Und ist durchs Internet gegangen heute, dass in Amerika scheinbar ein heimlicher Putsch war. Ja. Und dass die Clinton durch diese E-Mails, dass das jetzt alles aufgedeckt wird. Das habe ich auch bekommen. Also es gibt da sehr, sehr, sehr viel mehr, auch schon längerer Zeit. Das habe ich eben kurz angedeutet, dass eben auch durchaus in den Geheimdiensten, welche sehen, was die Clinton-Familie und diese anderen Familien, die dahinter stehen, wirklich mit dem Land machen. Und dass möglicherweise jetzt auch die Zeit ist, noch vor der Wahl diese Mächte abzusägen. Und das ist sehr viel mehr, sehr viel umfangreicher, als eben nur Hillary Clinton wegzuhaben. Das ist eine Hexe. Glaube ich, kann man sagen, die auch es gibt das Buch Transformation of America von einem Opfer einer Sexualsklavin sozusagen, die ganz viele Präsidenten auch beschrieben hat, was sie für entsetzliche Dinge machen. Und da gehört natürlich Bill Clinton dazu und Hillary Clinton und die Bushs und eigentlich alle, die ganz schlimme Dinge machen. Und das wissen natürlich auch ganz viele bei den Geheimdiensten und so weiter. Und dann ist immer die Frage, der eine steht da, der andere steht da. Und es gärt auch da in Amerika, das habe ich eben versucht anzudeuten. Also es ist sehr viel weitschweifender, als wir uns das vorstellen können. Es geht darum, dass eben auch die Federal Reserve Bank hinterfragt wird, dass es gibt einen General, der an alle
Militärangehörigen einen Brief angeblich geschrieben hat, dass er gesagt hat, wir sind dazu da, die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika zu schützen. Dazu gehört auch, dass der Staat das Geld rausgibt. Die Federal Reserve ist kein staatliches Geld. Wir müssen das beenden. Und ich rufe alle Soldaten dazu auf, dass sie gegen diese Kräfte vorgehen. Also es kann sein, dass das jetzt genau das ist, dass da im Hintergrund etwas abläuft, was die Massenmedien natürlich noch nicht berichten, aber was möglicherweise schon ganz anders läuft, als man uns das noch sagt, und irgendwann wird es sich für alle zeigen. Ich sage mal was, wenn es mich interessiert, also der Blog von Benjamin Fulford. Ja. Also Benjamin Fulford, gut, dann sehr skeptisch, ja. Aber man kann dann vieles nachverfolgen, was im Außen passiert. Benjamin Fulford ist ein Blog, da gibt es, wie gesagt, das lese ich seit Jahren, und der hat vor Jahren auch schon gesagt, dass die Bushs verhaftet wären, und dann sieht man, sie laufen doch noch irgendwie rum, aber dann weiß man immer nicht, was da wirklich wahr ist. Aber ich glaube, so ganz aus der Luft gesogen ist das auch nicht. Es sagen auch andere ähnliche Dinge wie Benjamin Fulford, und wir werden es sehen. Es ist eben sehr spannend. So, wer ist der Nächste dann? Also Mikrofon gibt es nicht, okay. Ich habe auch eher eine Ergänzung, also das geht mir um die Prophezeiungen, die du erwähnt hast, zum Beispiel von Nostradamus oder Illmayer oder wie auch immer. Für mich, also nach dem Lesen, vor allem jetzt in letzter Zeit der Bücher von Alf, also von Christa, und danach der Bücher von Anastasia, also den ersten 5 Bänden, ist für mich das, was die Propheten oder die solche Dinge prophezeit haben, das Einzige. Also ich sehe das als eine Vision, die sie aufgestellt haben und verbreitet haben. Ob die eintritt, das hängt allein von uns ab. Wir, die wir fühlen und umgehen dann. Und für mich ist die Vision, also die Vision, die sie aufgestellt haben, schade, dass sie sie aufgestellt haben, aber also ja, jetzt für unsere Welt, weil so viele daran geglaubt haben. Aber ich glaube nicht, dass sie eintreffen. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, an meine Vision zu glauben, dann werde ich mich der Vision von Anastasia mit dem Familienland sitzen und der Verbundenheit mit der Natur, also zurück zur Natur quasi, dann werde ich mich mit dem identifizieren und mich dafür einsetzen. Ich denke auch, dass wir haben durch unsere Visualisierungskraft, das ist eben sehr mächtig, ja. Und das wird eben missbraucht, indem man jetzt diese Prophezeiungen, die müssen so passieren oder es passiert und guck mal, ich kenne eben Leute, die genau das machen, indem sie sagen, sie wollen, dass das sich erfüllt, damit sie Recht haben. Und damit wird ihre Visualisierungskraft missbraucht, weil sie dann eine Zukunft visualisieren, die wir ja gar nicht haben wollen. Und das müssen wir uns bewusst machen, dass wir eben unsere Gedanken und unsere Visualisierungskraft woanders hinrenken. Und auch unsere eigene Zukunft visualisieren. Das kann Anastasia ähnlich sein. Ich weiß nicht, ob jeder dafür geeignet ist, so ein Land zu haben und wirklich im Garten sein eigenes Zeug anzubauen. Das ist die Frage, ob jeder das wirklich auch kann. Aber für viele wäre es eine Möglichkeit. In Russland gibt es, glaube ich, schon, dass Putin die Möglichkeit gibt, dass jeder so ein Stück Land haben kann, irgendwie in Sibirien. Der hat ja unheimlich, oder Russland hat sehr viel Land, dass das also möglich ist. Und das wäre sicherlich eine schönere Zukunft, wenn wir wegkommen von diesen globalen Machthabern, die eben die Erde zerstören wollen, und wir wieder unsere positive Zukunft visualisieren können. Danke für den Hinweis. Aber ich merke, es sind gar keine Fragen, sondern jeder weiß, was eigenes ist. Das ist ja auch schön. Es gibt keine Mikrofone, aber hier vorne kann ich es meins hergeben. Ich wollte etwas erzählen, und zwar, ich habe mir den Film Sie leben von John Carpenter öfters angeschaut, und wenn man den öfters anschaut, dann kommt man auf Dinge drauf, die, also ich kann den nur jedem empfehlen. Es ist ein Science-Fiction-Film, der aber offensichtlich sehr viel Wahrheit beinhaltet. Und das Zweite, was ich noch sagen möchte, ist, wir haben vorher den Vortrag gehört von Johann Leubner. Und da ist nicht erwähnt worden, die extreme Häufigkeit von Autismus, die durch Impfungen initiiert wird. Ja, ich fange mal mit dem Zweiten an. Ich habe vorher auch Interviews mit Dr. Leutner gemacht und ihn auch angesprochen. Und Autismus ist
eigentlich auch eine Diagnose, die ist, das ist eine psychologische Diagnose. Die Schädigungen, die stattfinden, sind wirklich Gehirnschädigungen durch die Impfungen. Autismus ist eigentlich nicht die richtige Diagnose, aber tatsächlich ist das so. Und ich war vor kurzem auf einem Kongress in Köln, wo auch viele also Wissenschaftler und Forscher aus Amerika da waren, die wirklich sagen, in Amerika ist der Autismus so weit fortgeschritten, dass schon jedes, ich weiß nicht wie viel, das Kind ist schon autistisch, und wenn es so weitergeht, dann sind irgendwann alle total verblödet und unfruchtbar, aber zu verblödet ist zu bemerken. Also das ist eine Zukunft, die ist nicht besonders schön. Aber das Erste war nochmal das mit dem Film Sie leben. Ja, da ist es so, dass jemand so eine Brille findet, so eine Sonnenbrille, und dann sieht er im Grunde die Wesenheiten, die als Menschen erscheinen, aber sind eigentlich Außerirdische. Und dann sieht er an den Wahlplakaten oder den Reklameplakaten, da steht dann gehorche, sei ruhig und ordne dich unter. Und das ist im Grunde diese Manipulation, die wir tatsächlich haben auf dieser Welt, wenn wir den Fernseher einschalten. Also viele Leute haben mich schon rausgeschmissen, weil es wirklich eine Hypnose ist, die immer wieder wirkt, und sie wirkt auch auf uns. Wir können vielleicht bewusst damit umgehen, aber es ist wirklich eine Manipulation, die die ganze Welt versucht runterzuziehen. Aber wenn man das durchschaut, kann man es eben vielleicht überwinden. So, nächste Fragen. Schon ein paar Mal. Ja. Oh. Kein Problem. Na, ich wollte noch fragen wegen den Zeitaltern, weil es heißt ja, wir sind jetzt im Wassermann-Zeitalter. Und das soll ja das letzte Zeitalter sein von diesem Spiel, wenn wir es so nennen. Also es gibt ja für alles einen bis zu einem bestimmten Zeitraum. Und wenn wir jetzt das Ende, also weil die Zeit, die Zeitalter ja rückläufig sind, dann sind wir ja jetzt beim letzten Zeitalter angekommen. Das heißt, es müsste wirklich, wie Sie sagen, zwangsläufig eine Veränderung geben, bald. Die Veränderung gibt es sicherlich, weil natürlich das ganze Universum im Grunde auch einen Schritt vorwärts machen will und wir Menschheit möglicherweise noch zurückhinken. Es kann also das eine geben, diese kosmischen Entwicklungen, auf der anderen Seite eben haben wir Menschen den freien Willen, und wenn wir hinterherhinken, dann muss das Universum auch sehen, wie gehen sie damit um. Es gibt eine geistige Welt, die sagen, wir können so lange in diesem Zustand verharren, wie wir wollen, aber sie wollen natürlich gerne, dass wir höher kommen. Aber es kann sein, dass wir schon ziemlich spät dran sind, aber trotzdem gibt es immer wieder die Gelegenheit, dass wir eben auf eine höhere Ebene kommen, und es wird darauf gewartet vom ganzen Universum oder wie auch immer. Aber ich würde das nicht an irgendwelchen Zyklen festmachen, obwohl es natürlich diese kosmischen Einflüsse auch gibt. Ich habe auch auf dem anderen Kongress, Dieter Pröhrs redet da sehr über die Sonnenaktivitäten und auch das Erdmagnetfeld, das schwächer wird, dass sich also durch solche Sachen auch Dinge verändern können. Also es war sehr interessant, dass wenn das Erdmagnetfeld abgeschirmt wird, da haben russische Forscher Untersuchungen gemacht, dann werden die Menschen auf einmal intelligenter und haben fast telepathische Fähigkeiten, haben Verjüngungseffekt und so weiter. Und es ist tatsächlich so, dass das Erdmagnetfeld immer schwächer wird. Dann kann es auf der anderen Seite sein, dass die Sonne starke Ausstrahlung hat, und es kann sein, dass irgendwann ein Mega-Flare kommt, der die ganzen Satelliten zerstört oder sehr viel Technik auf der Erde, wo wir dann vielleicht zurückgeworfen wären in die Steinzeit. Aber stelle sich mal vor, es wären mal für ein paar Tage wirklich alles Fernsehen weg und die ganze Manipulation, dann könnte es sein, dass wir auf einmal merken, was wir eigentlich sind, weil diese ganze runterziehende Energie weg wäre. Das könnte ein Segen sein. Ich weiß nicht, ob das so kommen wird oder kann. Ich bin der Ansicht, dass ich immer Vertrauen habe in die kosmische Ordnung. Also ich glaube an eine Kraft, eine Ordnung, einen Gott, ob man ihn Gott nennt. Der Begriff wird auch viel fehlinterpretiert. Das heißt, jeder versteht was anderes darunter. Aber ich glaube, ich vertraue in eine Kraft, die eigentlich will, dass wir uns weiterentwickeln und die das unterstützt. Und wir brauchen wirklich nur unsere Absicht klar auszudrücken und sagen, bitte hilf uns, ich weiß nicht wie, aber ich will wirklich ins Licht und ich will Liebe leben. Dann bekommen wir Hilfe von überall. Ich habe ja auch gelesen, dass die Erde schon in dieser Aufwärtsspirale sich befindet, also das um die Mayas oder die Leute, die sich mit dem Maya-Kalender beschäftigen.
Und von daher sollen wir ja in eine positivere Umlaufbahn geraten und dadurch automatisch ins Positive. Das ist immer schwierig. Es gibt so vieles, was wir nicht nachprüfen können, ob jetzt die Erdumlaufbahn irgendwie sich verändert. Ich glaube, es wird auch, wir müssen auch aufpassen, es gibt ganz viele Botschaften von Channel-Medien, die nicht von positiven Wesenheiten kommen. Die Gefahr bei Channelings ist immer, dass ein Mensch dann so stolz darauf ist, dass er Durchgaben kriegt und dass es Wesen in der Astralebene gibt, die das ausnutzen, das Ego der Menschen, gerade der Medien, und sagen, oh, ich bin Michael oder Erzengel, sonst was. Und ich erzähle dir erstmal was, das sage ich nur du, aber du darfst es weitergeben in meinem Namen. Und dann fühlt sich das Medium natürlich ganz toll. Aber es gibt sehr viel Täuschung auch in der nächsthöheren, in der Astralebene. Deswegen würde ich da aufpassen. Ich kann das nicht sagen, ob jetzt die Erde wirklich in eine Aufwärtsspirale geht. Ich glaube, es hängt eben sehr viel vom Bewusstsein der Menschen ab, also von unserem Bewusstsein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir aufwärts gehen, in der Aufwärtsspirale. Und die Erde, die will sicherlich auch aufsteigen, das ist ganz klar. Sie macht ihre Bewegungen, die natürlich kosmischer Natur sind, aber wir Menschen haben die Möglichkeit, uns auch zu entscheiden für die Dunkelheit oder für unentschieden zu bleiben. Aber im Moment, glaube ich, geht das nicht mehr. Wir müssen uns entscheiden. Ja? So. Dankeschön. Ich habe auch keine Frage, sondern eine Ergänzung. Ich mache es auch hoffentlich kurz. Und zwar würde ich gern bei uns Menschen bleiben, tatsächlich, was uns Menschen menschlich sein lässt. Und du sagtest ja immer, in die Liebe gehen, ins Gefühl gehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, sehr viele Menschen haben Probleme damit, ins Gefühl zu gehen. Warum? Weil uns einfach von klein auf der fünfte Sinn, den wir ja haben, diese fünf Sinne, unter anderem das Fühlen, eben aberzogen wird. Es ist nicht in zu fühlen und seine Gefühle zu äußern. Cool sein, ja, jeder möchte cool sein und ja, nur keine Gefühle zeigen, das ist es, was es eigentlich braucht heutzutage. Und ich finde es ganz toll, dass du hier auf der Bühne stehst, über deine Gefühle sprichst, am Ende sogar sie zeigst, ja, und mit deinen Gefühlen kämpfst, mit deinen Tränen kämpfst. Und derjenige, der sich dadurch irgendwie ja, angetriggert fühlt und sich denkt, Mensch, der Joe, jetzt fängt er gleich an zu heulen, der, denke ich, da ist es wert, da nochmal nachzuspüren und nachzuforschen, tatsächlich, bin ich Mensch, erlaube ich mir zu fühlen, ja? Und wenn wir uns das wieder bewusst machen, dass wir Menschen sind und es ist völlig in Ordnung, die Gefühle zu haben, zu fühlen, sie mitzuteilen, dem Gegenüber auch mitzuteilen, dann erlauben wir auch unserem Gegenüber, seine Gefühle zu spüren und mitzuteilen und somit wird unsere Erde wieder menschlicher. Danke. Ja. Ja, ich sag ja, ihr seid alle, ihr wisst alle so viel, ich stehe hier vorne, ich weiß gar nicht mit welcher Berechtigung, aber wahrscheinlich als Gesichtsältester oder was auch immer, also vielen Dank dafür. Ich will dazu noch ein bisschen was sagen, weil Gefühle und Emotionen sind auch zwei verschiedene Sachen und es gibt Leute, die sagen, hör auf dein Bauchgefühl. Wir haben einmal hier dieses Chakra, Solarplexus, und man kann Menschen auch sehr leicht manipulieren über Emotionen, indem man sagt, oh, da ist ein Kind ertrunken und ein armes Flüchtlingskind und da muss man doch, das ist auch leicht missbrauchbar und deswegen unterscheide ich das sehr deutlich, das Bauchgefühl vom Herzgefühl, und wir haben es, wie du ganz richtig sagst, wir haben es nicht gelernt, wir sollen cool sein, bloß keine Gefühle zeigen und schon gar nicht heulen, und wenn, dann heul leise, Joe, okay, beherzige ich nicht immer, aber das wieder bewusst zu machen und auch, wie gesagt, wenn man es nicht spürt, weil man es nicht gelernt hat. Ich fände es schön, wenn man in der Schule lernt, dass es ein Unterrichtsfach gäbe, Herzensliebe oder so. Gibt es nicht. Ne? Das heißt, wir lernen Verstand und alle möglichen Sachen, auch Sexualchakra, also die niedrigen Chakren, die werden auch stimuliert über Sexualität überall. Auch die Musik, das ist alles nur noch untere Chakren und so hohe, erhebende Musik, früher von Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, was auch immer, die ist heute uncool, ne? Und was man heute im Radio hört, das ist eigentlich kaum noch auszuhalten. Hat
ist aber eine ganz bewusste Arbeit, die gemacht wird, um uns eben niedrig zu halten. Deswegen, also wichtiger Hinweis, glaube ich, dass wir diese Gefühle zulassen und eben das Bauchgefühl unterscheiden von der Herzensqualität. Und das ist eine Frequenz, die ist so hoch, die kann auch nicht manipuliert werden. Wir können manipuliert werden über den Verstand, ständig, über die Sexualchakren, niedrigen Chakren, auch über das Bauchgefühl, über den Solarplexus, aber nicht über die Herzqualität, weil die so hoch ist, da kommen die dunklen Kräfte nicht ran. Ja? So, ich gehe mal da, wo ich noch hinkomme mit dem Mikrofon. Danke. Ich bin heute hier, weil ich die letzten Tage nach aktuellen Berichten von dir gesucht habe, nachdem ich Interviews mit David Icke gesehen habe und mit dem Stuart Svedlov und mit dem Simon Parks und habe gesehen, die sind alle schon mehrere Monate alt. Und jetzt auch der Hinweis mit Universum und so, jetzt wissen wir, der Mond ist ein Gefährt, wir wissen, der Pluto ist ein Gefährt, was können wir von der Astrologie halten? Hast du da auch Informationen oder was ist der neueste, der aktuelle Stand? Was ich weiß oder was ich glaube, ist ganz, dass wir uns bewusst machen, es gibt zig, wenn nicht hunderte verschiedene außerirdische Spezies, die im Sonnensystem unterwegs sind, die auch auf der Erde sind, die auf dem Mond sind, die auf dem Mars sind, die auf der Venus sind, die überall im Sonnensystem verteilt sind, im Gürtel, Kuiper-Belt heißt das, glaube ich, Kuiper-Gürtel. Überall sind Außerirdische, die auch beobachten, was auf der Erde geschieht, weil es ist sehr spannend, eben auch für die zu sehen, was hier geschieht. Und es gibt welche, die wollen uns negativ beeinflussen, es gibt welche, die wollen uns positiv beeinflussen. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt aktuell das Wichtigste ist, aber ich glaube, die Gefahr ist, dass wir sagen, wir warten jetzt darauf, dass irgendwelche Außerirdischen kommen und das für uns machen. Nein, wir müssen es machen. Es ist der Planet, auf dem wir leben. Und es ist ein Planet, der auch die Mutter Erde will mit den Menschen zusammenarbeiten, die die Erde schützen. Und es gibt eben Wesenheiten hier, die wollen die Erde nicht schützen, die sie ausbeuten, die uns ausbeuten, die eben die Erde zerstören. Und das wird hoffentlich nicht zugelassen. Aber es hängt nicht von Außerirdischen ab, sondern von uns, wie wir uns entscheiden. Und wenn wir sagen, es ist uns alles egal, alles gleichgültig und was soll ich schon machen, dann kann es eben sein, dass wir wirklich auch die Erde zerstören und die Erde wird sich irgendwann wieder berappeln. Aber es wäre schade um das Experiment, was hier stattfindet, nämlich dass hier so viele Wesenheiten sind, von unterschiedlichen Welten auch inkarniert sind, um zu sehen, ob wir nicht irgendwie zusammen überleben können. Und deswegen sind die Botschaften immer wichtig, die darauf hinzielen, jeden eigenen in die Selbstverantwortung zu bringen, in die Verantwortung, nicht jetzt die Welt alleine zu retten, sondern mit seiner Liebe auch dazu beizutragen, dass wir in eine höhere Schwingung kommen und die dunklen Kräfte dann irgendwann sagen, das schmeckt uns hier nicht mehr. Ja? So. Vom Vortrag von der Christa um 8 Uhr wäre ja vielleicht eine kleine Pause noch ganz schön. Sind noch wichtige Fragen? Man kann, ne, oder? Zwei, drei Fragen noch. Also, hier. Ja, ich fühle mich ein bisschen unwohl mit den Meinungen, die hier aufgetreten sind, dass unsere Rettung einzig und allein in unserer geistigen Einstellung zu suchen ist. Ich glaube, du hast jetzt gerade eben schon etwas angesprochen, was dem widerspricht. Und das wollte ich noch einmal bekräftigen. Ich glaube, es ist nicht genug, dass wir uns nur geistig engagieren. Ich glaube, die Weltsituation erfordert von uns auch eine mutige physische Einstellung. Das heißt, einfach sich zu suchen, dass wir die geistige, in unseren geistigen Auftrag erfüllen, ist nicht genug, denn die Passivität der Menschheit ist eines der großen Probleme, die wir haben. Und wenn wir unsere geistigen Fähigkeiten so weiterentwickeln können, dass wir unsere Verantwortung für das Gute, für das Harmonische, für das Göttliche weiterentwickeln können, dann ergibt sich daraus eine große Verantwortung auch in der physischen Welt. Und jetzt wollte ich dich fragen, in deinen vielen Interviews, die du gemacht hast, könntest du uns vielleicht einige Beispiele nennen von physischem, also konsequenten Mut, der sich aus dieser geistigen Einstellung ergibt und der dem entspricht, was ich jetzt angesprochen habe.
Also was ich sage, heißt ja nicht, dass man nichts tut, sondern ich sage, dass jeder einzigartig ist, jeder hat einzigartige Fähigkeiten und vielleicht einzigartige Ideen, etwas auch zu ändern. Natürlich gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch in der äußeren Welt, was zu verändern, ob das Erfindungen sind für bessere Motoren, für die Reinigung von Luft und Boden und Anbau von natürlichen Lebensmitteln, Verzicht auf Fleisch, was ein ganz großes Problem ist, was wir mit den Tieren antun, das ist entsetzlich und zieht die Schwingung wirklich runter. In der Medizin, es gibt für alles Lösungen und natürlich sage ich nicht einfach nur sitzen und Liebe ausstrahlen und nichts tun, habe ich nie gesagt, das ist nicht die Sache. Jeder tut das oder sollte auch sich berufen fühlen, aber sich zu leben, sich selber auszudrücken und das kann eben sein mit Lösungen im Äußeren, mit Erfindungen, mit, das kann auch eine politische Tätigkeit sein, ich meine, was da vorgeht in der Politik. Nur ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir jetzt irgendeine andere Partei noch aufstellen müssen, die dann irgendwann an die Macht kommt und dann alles ändert. Aber das muss jeder selber wissen. Das sind ja viele Möglichkeiten, die Welt zu verändern. Und es fängt aber immer ja alles mit der Idee an. Also ein Haus, was gebaut wird, fängt ja erstmal damit an, dass eine Idee da ist und dass ein Architekt einen Plan macht. Und das, was ich hier sage, führt ja dazu, dass Dinge in der physischen Welt mit einem anderen Bewusstsein gemacht werden. Und dann, es gibt für alle Probleme in der Welt gibt es Lösungen. Wir haben auf Bewusst-TV, ich habe über 600 Sendungen gemacht, wir haben Kongresse gemacht, Aufbruch, Gold, Rot, Schwarz. Es gibt für alle Probleme, die wir im Moment haben, gibt es Lösungen. Wir bräuchten Friedensverträge, wir bräuchten eine eigene Verfassung in Deutschland. Das sind, ich weiß nicht, ob es physisch ist, aber es fängt immer damit an, dass man sich bewusst ist über die Probleme und dann guckt, wie kann man es besser machen und das auch ausdrückt. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass jeder seine eigene Größe annimmt und dann eben auch im Außen tätig sein kann, aber es muss eben nicht eine äußere Tätigkeit sein. Ich rufe nicht zur Passivität auf, sondern dass jeder das lebt, was in ihm ist. Und das kann eben ein großer Erfinder sein, ein Musiker, ein Maler, aber auch ein Politiker, jemand, der gut reden kann. Es ist so vielfältig und wir sind hier so erzogen, dass wir uns immer vergleichen und sagen, naja, der kann besser reden, der ist vielleicht besser oder wer ist der Beste in dem Feld. Wir vergleichen uns immer und wir sollten uns nicht vergleichen, denn jeder von euch ist einzigartig und hat vielleicht auch eine einzigartige Idee, warum er hier inkarniert ist und was er hier bewirken wollte. Und da ist es wichtig, dass man das, was uns von außen aufoktroyiert wurde, dass man das erkennt und dass man das fallen lässt, die fremden Konzepte, die gar nicht die eigenen sind. Und dann kann man eben das machen, weswegen man wirklich hier ist. Und das ist nicht Passivität, sondern das ist eben auch aktiv in der äußeren Welt, Dinge zu verändern. Und es gibt überall Dinge, die angepackt werden müssen. Wie gesagt, wir können da ja sicher lange drüber diskutieren. Ich weiß nicht, jeder hat eine andere Vorstellung, was gemacht werden müsste. Aber wie gesagt, das muss jeder selber machen. Ich würde sagen, wenn man einen Plan hat, dann wäre das, kannst du machen oder man wird gefragt, das würde ich machen. Was würde ich machen als Einziger? Ich kann doch gar nichts tun, das hört man ja so häufig. Ich glaube, ein guter Schritt in die richtige Richtung wäre sagen, du kannst sehr viel tun, indem du erstmal deine Gedanken richtig verwaltest, die richtigen Gedanken aussendest. Und dann, außerdem, wenn du das erkannt hast, was die Wahrheit ist, dann sprich davon. Sprich davon. Auch das, wenn es Mut erfordert. Aber ohne Mut werden wir nichts erreichen. Und ich glaube, ohne Mut werden wir auch nicht die Hilfe kriegen. Ja, guck mal, was ich gemacht habe. Leider hat mich keiner unterstützt. Es hat keiner gesagt, hier, du kriegst einen Sender, mach mal. Sondern ich habe das einfach gemacht mit dem, was ich hatte. Und jetzt erreiche ich weiß nicht, wie viele, zigtausend, hunderttausend Menschen. Und ich lebe noch. Ja, so wie eben. Wir haben dann auch Schutz von oben und danke dafür. Eine Frage noch. Ganz da hinten. Oh. Wieder Gang, Wachschlank.
So, danke, Joe, für alles, was du magst. Und ich möchte jetzt einmal kurz einwenden. Also, ich habe viele Aussagen von der geistigen Welt schon gelesen und studiert. Und die haben auch sich den größten Respekt vor uns Menschen, weil wir sind auf der niedersten Ebene und haben zugleich Zugang zu den höchsten Reihen. Also, so eine Bandbreite hat kein Wesen. Wir stürzen uns da rein in so einen Planeten, was kurz vor explodieren ist. Und jetzt kommen wir drauf, dass wir unendliche Wesen sind. Und mit der Herzensenergie kommen wir jetzt drauf, dass wir uns entwickeln und entfalten können. Und da bin ich sehr optimistisch, dass wir das gut über die Runden bringen. Und rein vom Gefühl her, mein Gefühl ist das, also es ist schmerzhaft, wenn du das alles siehst und wenn du einmal siehst, was Realität ist. Aber rein vom Gefühl, es ist jetzt genug. Das ist mein, was so stark rauskommt. Wir sind Schöpferwesen und mir reicht es. Niemals so weiter. Ja, ich denke, das kann man auch einfach als Schlusswort mal so stehen lassen. Und es zeigt eben, ihr seid alle großartige Wesen. Wie gesagt, ich bin nur einer von vielen und stehe zufällig hier vorne. Fühlt euch deswegen nicht kleiner als ich bin und sagt nicht, naja, der hat es irgendwie geschafft. Nein, es gibt so viele Wege und jeder von euch ist großartig. Und es, wie du sagst, es reicht. Der Zustand dieser Welt ist nicht zu ertragen. Es sind Zwerge, geistige Zwerge, die uns regieren, die uns runterziehen wollen und wir lassen das nicht mehr zu und wir gehen in unsere Größe und vielleicht können wir das alle machen, mal machen, steht mal alle auf. Eine Minute noch, kurz bewusst machen, wir brauchen gar keine große, lange Meditation machen. Macht das gerne immer, wenn ihr zusammen seid, macht es alleine, schließt die Augen, verbindet euch mit dem Ich Bin, mit dem, was ihr seid, mit eurem höheren Selbst, ihr seid geistige Wesen, ihr seid in diesem Körper, aber ihr verbündet euch mit dem Herzen eurer Ich-Bin-Gegenwart und mit dem Herzen eurer Göttlichkeit und mit der Quelle allen Seins. Und dann merkt ihr vielleicht, wie uns das Licht durchfließt und das können wir immer wieder nutzen und wir können dieses Licht ausdehnen und ausbreiten um diesen Ort herum, um uns herum, durch dieses Haus und in dieser Nachbarschaft, durch Salzburg und Österreich und um die ganze Welt dieses Licht ausdehnen und es wird seine Wirkung haben. Die dunklen Schlangen, die irgendwo im Boden sind, die haben Angst davor, vor diesem Licht und verkriechen sich dann. Aber sie werden irgendwann vor lauter Licht dann nicht mehr wissen, wohin. Und wie gesagt, wir können das immer machen, ihr könnt das immer wieder machen. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Nehmt es mit nach Hause. Ich finde es toll, dass dieser tolle Kongress hier stattgefunden hat und so viele Veranstaltungen stattfinden, wo so viele bewusste Menschen jetzt daran teilnehmen und tragt es weiter, guckt, wer ist dafür offen und es sind heute viel mehr Menschen offen für solche Dinge, die vor einem Jahr, vor zwei Jahren noch gesagt hätten, Mensch, du spinnst ja, heute ist viel mehr möglich und wir gehen in eine wunderbare Zukunft. Vielen Dank. Dankeschön, Joe Conrad. So, bevor wir noch in die Pause gehen, kriegen wir noch ein musikalisches Stück präsentiert, wieder von Diane und Pia. Bitteschön. Das Lied heißt Gottes Kind, mach dich auf und werde Licht. Und das war jetzt nicht mit dem Vortrag von Joe abgesprochen. Ich finde, es passt wunderbar. Ich bin froh, dass du da bist.
Dankeschön, Diane und Pia, für dieses wunderbare Lied und 30 Minuten Pause.